Bestandsaufnahme finde ich einen guten Titel. Meine Mutter sitzt hier neben mir, die möchte nicht im Bild sein, ist ja auch okay. Ich wollte einfach mal anstoßen mit euch auf was Neues. Was ganz Besonderes. Ja. Dinge verändern sich. Die Veränderung, die kommt ja von einem selber. Wie auch immer andere Menschen sich verhalten und vor allen Dingen Menschen, die man mal wirklich, wirklich sehr lieb gehabt hat. Ja, das geht um meine Frau. Die hat hier gelebt, hat immer sich beschwert, war nie glücklich, ist jetzt auch immer noch nicht glücklich, war mit einem anderen Herrn zusammen 4 Monate. Nach dieser ganzen Zeit ist sie nicht nett, sie ist eine andere Person geworden. Sie hat mit einem Mann zusammen gelebt, der einen Anschein hat, sehr professionell, sehr charmant, gut aussehend. Ja, und die Leute mögen ihn, respektieren ihn. Ja, sie ist drauf reingefallen, ja, weil er Geld hat. Aber die andere Sache ist ja, und deshalb ist dieser Mensch eigentlich nicht so ein guter Mensch, weil er lebt ein Doppelleben und macht unter dem anderen, einem anderen Namen, verwerfliche Dinge mit jungen Frauen. Wollen wir nicht drauf eingehen. Sie ist darauf reingefallen, das ist eine interessante Lernerfahrung. Aber ich lasse es, weil sie muss das wissen, das ist für sie. Aber deshalb jetzt der Neuanfang. Wow, okay, auf den Neuanfang, meine Lieben. Angezeigt. Könnt ihr das glauben? Der hat mich angezeigt. Die hat mit dem gelebt, weil der lebt ein Doppelleben. Ich habe das aufgedeckt, der Universität geschrieben. Er hat mir zurückgeschrieben, nimm das zurück, sag ihm, das ist eine Lüge, ich bin nicht die gleiche Person oder ich werde dich anzeigen. Hat er dann auch gemacht. Und meine Frau verteidigt das immer noch und ist auf seiner Seite. Das ist schlimm. Aber was auch immer. Auf den Neuanfang. Genau, Prüstchen auf euch, ne? Auf den Neuanfang. Ne? Das ist, darum geht es, das ist ja alles Lernerfahrung, das ist ja alles, was wir lernen. Das ist eine sehr wichtige, sehr schmerzvolle, aber sehr wichtige Lernerfahrung. Weil darüber lerne ich auch über die Person, wie ich bin. In der Türkei habe ich sie besucht. Auch sie war 18, als ich sie kennengelernt habe. Und habe ihr geglaubt, habe gedacht, gehofft, sie ist die Frau für mein Leben. Sie wird immer da sein. Und sie bringt das Beste in mir raus. Und sie begleitet mich und sie versteht mich. Ne? Was ist denn das Leben? Was sind denn schöne Momente, die wir erleben, wenn wir die nicht teilen können mit jemandem? Das ist doch das Allerwichtigste im Leben. Aber du vergisst euren Altersunterschied. Ja, aber das trotzdem kann man das, was auch immer. Ich weiß das. Sie hat mich geliebt. Aber es war schwierig für sie und die Dinge haben sich verändert. Und ich habe mich auch immer gewundert, wie kann es denn sein, wie Liebesbeziehungen und so viele Leute heiraten, so viele heiraten, brechen dann auseinander. Und dann Leute fangen an, einander zu hassen sogar. Wie kann das denn sein? Was ist denn hier wirklich Liebe? Das ist nicht einfach, oh, ich liebe dich, weil du so nett und super toll bist und ich mag dich und du bist so süß und knuddelig. Ne? Und pflegeleicht und wie ich das will. Zu einer Ehe gehört eben mehr, Christian. Ja, aber Mutti, sag mal, deshalb ist es Zeit, deshalb ist sie ja jetzt auch da und eventuell wird sie das lernen. Wenn sie es nicht lernt, dann, wie gesagt, dann habe ich gesagt, dann musst du dich in Schabine nachrichten lassen, dann entscheide dich, dann eben die Scheidung. Weißt du, das ist eine Scheidung. Weil du musst dich entscheiden. Das Problem ist, vor allem mit Hanna, die ich kenne, sie ist immer noch verwirrt, sie weiß nicht, was sie will. Und das Problem ist auch, wisst ihr, was das Problem ist? Erstmal, als die bei diesem Perversen war, 4 Monate lang, ja, der hat ihr Freiraum gegeben, Geld gegeben, ein schönes Leben gegeben, aber sie war nicht wirklich frei. Sie konnte nicht, was er wollte, darum hat sich alles gedreht. Nicht, was sie wollte, was er wollte. Es ist genauso bei ihrer Familie. Denkt ihr, die Familie fragt sie, was die anderen will? Die sagen ihr, so und so und so wird es gemacht. Ich weiß, was das Problem ist. Und wir haben uns ja, eigentlich hätte es ja so sein sollen. Wir leben zusammen, sie kommt nach Deutschland, wir leben zusammen, wir lernen uns kennen. Wir bringen Zeit zusammen, ne, und wir sprechen miteinander und wir lernen uns kennen. So ist es ja normalerweise, das haben wir nie gemacht. Weil sie hier immer damit beschäftigt war, auch sie ist nicht glücklich, sie wollte, war auch hier nicht glücklich und alles hat sich um sie gedreht und ich habe alles versucht für sie zu machen und wir haben nie kommuniziert. Und ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass wir miteinander sprechen, weil Kommunikation ist der Schlüssel, ist alles. Dadurch lernt man. Liebe ist ja eigentlich Lernen. Das bedeutet, hör mal, indem wir miteinander sprechen, indem ich dir zuhöre, was ja auch sehr selten ist mit Leuten, die aneinander vorbeireden, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Und umdrehen, was gesagt wird. Aber wenn man in einer wirklich gesunden, guten Beziehung zusammen mit jemandem ist, dann hört man einander zu. Weil ich kümmere mich ja, hör mal, wie ist das für dich? Ich möchte dich ja kennenlernen, ich möchte auch sehen, hör mal, wie kann ich für dich da sein? Ich würde ja nie wollen, dass du dich ärgerst. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ja, Fehler gibt es ja in dem Sinne. Du hast ihr zu viel Freiraum gegeben. Ja, richtig. Ich habe ihr erlaubt, ich habe sie mit dem Auto gefahren, Hotel mit ihm die Nacht zu verbringen. Stell dir mal vor, das kann man aber wirklich. Aber sagen, es war irgendwie ein Test. Entschuldige bitte, du bist ein Trottel. Entschuldige. Ja, ja, ja. Das kann man aber ein liebevoller sagen. Trottel. Ja, ja. Und, aber weißt du, ich habe mir auch immer darüber Gedanken gemacht. Was wäre passiert, wenn sie mich gefragt hätte? Er hat mich gefragt. Ja, wisst, das ist ja gar nicht, wenn ich Nein gesagt hätte. Das wäre nicht. Ich kenne Hanna. Ich weiß, wie das ist. Ne? Ach so. Das ist aber nicht nur das. Aber ich sehe das auch so.
es war ein Test, um zu sehen, wie stark ihre Liebe ist. Offensichtlich hat sie den Test nicht bestanden, deshalb ist es ja so passiert. Die, ne? Hatte, die wusste überhaupt, Chris, ich weiß nicht, die irgendwas im Kopf stimmt. Ich habe ihr doch darauf geschrieben, per WhatsApp, habe gesagt, das ist also unglaublich, dass du in ein Hotel gehst mit einem Mann und schämst du dich denn gar nicht und so weiter. Was hat sie gesagt? Das hat die überhaupt gar nicht kapiert. Ja, das hat sie gar nicht kapiert. Ja, kann sie nicht, die kapiert einige Dinge nicht. Auch vor allen Dingen jetzt, nachdem sie hat sich ja den Rücken gekehrt, auch mir, einfach weg aus dem Haus. Meine Mutter hat so an Füßen getreten, einfach weg, wie ein Stück Scheiß behandelt. Hat mich eigentlich betrogen mit einem anderen Mann, hat mit dem zusammengelebt. Und nicht ein einziges, hat dieser ganzen Zeit nicht ein einzig nettes Wort, dass sie so viele Leute verletzt hat. Ihre Mutter hat so den Rücken gekehrt. Sie hat jeden Tag hier mit ihrer Mutter gesprochen, die beste Beziehung gehabt. Ne? Wir waren beste Freunde. Dann ist sie weg. Man hat sie auch den Kontakt abgebrochen. Ich frag dich immer nur wieder. So was liebst du? Ja, aber entzückend. Nochmal, die Liebe, ich sehe das Potenzial in allem. Also wirklich, das ist wie eine... Das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, meine Mutter im Hintergrund versteht mich nicht. Aber deshalb bin ich ja hier vor der Kamera. Ne? Ja, genau. Weil ich habe ja also einiges gelernt im Leben und auch mein Handeln kenne. Ich kenne die Leute, ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für Dinge. Ich bin sehr sensibel, hochsensibel. Das war auch als Kind für mich, ich war nie da so verstanden, deshalb konnte ich mich nicht so einfügen in die Schule, weil ich war so sensibel. Aber das Problem ist, nicht verstanden zu werden. Vor allen Dingen in der Beziehung, wenn man da nicht verstanden wird, das geht ja gar nicht. Das ist kein Wunder dann. Ne? Deshalb jetzt vielleicht, ich denke auch genauso wie Liebe, Verständnis kann man entwickeln. Man kann lernen. Lernen ist für mich das A und O. Und Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel. Aber dass wir lernen voneinander, wenn wir einander zuhören, um zu zeigen, ich kümmere mich um dich. Das ist mir wichtig, was du sagst. Okay? Und das war es eigentlich schon. Und das lernen wir. Und ich lerne das und ich finde das gut. Ich fühle mich wie im Neuanfang, ich fühle mich, ich komme mehr durch diese ganze Sache, auch wenn es sehr schmerzlich ist und enttäuschend und zieht viel Energie und alles. Aber ich lerne unglaublich viel, ich wachse in meine eigene Kraft. Okay, ich fühle das dann wächst man schön. Ich wachse immer weiter. Wir wachsen, bis zum nächsten Mal wachsen wir. Vielleicht nächstes Mal kann ich ja die Mama überreden, wieder vor der Kamera zu sein. Siehst du? So cool. Bröschen, ne? Bröschen. Ganz vorsichtig, ne? Tschüss, ciao.